Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Wenn ich ein bisschen matschig aussehe, ich hatte heute schon einen sehr aktiven Tag. Ich bin auch heute schon beim Friseur gewesen. Also wenn ich heute ein bisschen öfter mit den Haaren spiele, dann seht es mir nach. Oh, ich bin so glücklich, ne? Die hat die so gut geschnitten. Ich bin echt, oh, I'm stoked. Und ja, ich dachte mir, ich setze mich jetzt noch hin und mache mit euch einen kleinen Haul. Ich habe nämlich ein bisschen dekorative Kosmetik geshoppt und ich habe es eventuell ein wenig mit den Blushes übertrieben. Ja, und ein bisschen Parfum ist auch dabei. Deshalb gehen wir direkt ran ans Werk und ich zeige euch die wunderschönen Sachen, die ich ja, gekauft habe. Ich glaube, das habe ich euch noch nicht gezeigt, dieses gute Stück. Und zwar hat Charlotte Tilbury, ich glaube, diese Palette gab es schon mal, die Lovegasm Palette. Und Leute, alleine schon von außen. Ich konnte einfach nicht dran vorbei und es ist einfach die perfekte Palette. Man kann sie fürs ganze Gesicht verwenden, also auch für die Augen als Lidschatten. Und die Produkte haben einfach so eine Qualität und man kann so gut damit arbeiten. Das ist so eine Gelpuder-Formulierung. Das heißt, wenn man da richtig hart mit dem Pinsel reingeht, stauben die nicht. Also die sind von der Pigmentierung aufbaubar. Also jetzt nicht direkt Bam in your face. Und das hier ist wirklich eine perfekte Konturfarbe, so ein bisschen hier, um das so als Bronzer, als Kontur und Bronzer zu verwenden. Highlighter, also Leute, das ist ein absoluter Traum. Ich meine, hier, look at that. So ein bisschen wärmer und einfach nur traumhaft schön. Und die beiden als Blush oder als Lidschatten, göttlich. Also die konnte ich einfach nicht liegen lassen und musste auf jeden Fall in meine Sammlung, weil ich so wenig Make-up habe. Ja, viele Sachen sind auch wieder Tatis Schuld. Also vor allem dieses Produkt, was ich auch heute als Highlighter trage. Ich weiß gar nicht, ob man das noch so. Oh mein Gott, ja doch. Ein unglaublich schöner Highlighter. Ich habe zwei neue Highlighter und ich wusste nicht, welchen ich heute verwenden soll, aber ich habe mich für diesen entschieden. Diesen Highlighter hat Tati in einem ihrer letzten Videos gezeigt und es ist von Physicians Formula. Da hatte ich auch mal den Bronzer, der ja auch super gehypt war. Den mochte ich gar nicht, also überhaupt gar nicht, weil der total fleckig war. Aber dieser Highlighter, Lecco Mio. Also, boah, ich zeige euch mal, wie das Produkt in der Verpackung aussieht. Schon da kriegt man einen halben Herzinfarkt, wie geil das aussieht. Die Verpackung ist etwas schwierig zu öffnen, so. Aber guck mal, das sind solche Perlen und es ist ein absolutes Fest. Also das ist ein absoluter Spiegelglanz. Es sieht feucht aus, aber auch, es ist unglaublich. Der kostet 14 Euro und es ist eine absolute Bäcker-Highlighter-Qualität oder eine High-End-Highlighter. Unglaublich schön, kann ich euch sehr empfehlen. Der heißt, ich schreibe es euch auch in die Infobox. Powder Palette Mineral Glow Pearls. Und das ist auch eine spezielle Farbe. Das ist Light Bronzer. Als Bronzer würde ich das jetzt eher nicht verwenden. Aber genau, ich schreibe euch das aber auch alles in die Infobox. Und der zweite Highlighter ist von Iconic London. Da hat mich Kathleen Lights mit angefixt in ihrem letzten Video. Der Rollaway Glow Liquid Highlighter. Und alleine, wie sie schon aussieht. Sie hat so super schön geglowt in ihrem Video und ich hatte den schon in den Image-Fotos gesehen und ich dachte so, boah, oh, leck mich doch am Arsch. Ja, den muss ich auf jeden Fall testen und wie gesagt, ich wollte den eigentlich heute auch auftragen, aber ich dachte, nee, man kann ja doch übertreiben, ne? Aber, boah, ja, das ist auf jeden Fall. Ich muss da auf jeden Fall auch nochmal ein Foto oder ein Video zu machen. Hier ist der von Iconic London. Ich muss nochmal eine Lage drüber machen. Der ist quasi in so einer Rollerball, ja, Ausführung. Und der sah bei Kathleen auch richtig nass aus. Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt richtig erkennen kann. Auf jeden Fall sah der richtig nass aus. Und ich mache jetzt einfach mal on top of my other highlight. Okay, ja, wenn das kein Glow ist, dann weiß ich auch nicht. Also, wow. Ich glaube, man kann es sehr gut erkennen, was das für. Wow. Oh mein Gott. Ja, das ist wirklich. Ich wollte schon so viele Sachen von Iconic London ausprobieren. Habe es irgendwie nie gemacht, weil es ja auch keine günstige Marke ist. Aber wow. Also, hier habe ich die Farbe. Da gibt es, glaube ich, drei Farben von Champagne Chic. Und chic ist er allemal.
Wow, also heute kann man mich aus dem Universum sehen. Unglaublich schöner Highlighter. Wow, okay, gut. Und ich habe ja so wenig Highlighter, ihr wisst ja, ne? Meine Sammlung, die ist wirklich sehr, sehr schmal bemessen, was Highlighter angeht. Nicht. Leute, machen wir uns. Ja, nee, wir, nee, noch nicht an die Blushes. Ich zeige euch erstmal andere Sachen, die auch so ein bisschen Standard sind. Die habe ich früher geliebt und zwar von Maybelline, die Color Tattoos. Und bin ich verrückt, gab es davon früher nicht viel, viel mehr Farben? Früher gab es doch auch die hautfarbenen Dinger davon. Warum gibt es die nicht mehr? Sind die rausgegangen? Also jetzt komplett, weil irgendwie habe ich gedacht, sind die irgendwie Lieferschwierigkeiten oder die gab es mal in Hautfarben und das war der beste Lidschattenprimer, den ich je hatte. Und dann gab es ihn auf einmal nicht mehr. Und ich dachte so, scheiße. Hier habe ich die Farbe, ich glaube Rose Gold. Ne, Pink Gold. Pink Gold. Und den trage ich auch heute als Basis für meinen Lidschatten drüber. Und ja, das ist einfach nur ein sehr, sehr schöner, ja, rosé-goldener Lidschattenprimer. Und wie gesagt, ich vermisse die halt diese Hautfarbe hatte. Warum gibt es das nicht mehr? Ich verstehe das nicht. Dann ist es noch ein Concealer geworden, den ich auch heute trage. Und zwar von Huda Beauty, der Faux Filter Concealer in der Farbe Nougat 2.5. Der passt mir perfekt und ich hatte den schon vorher als Sachet, als Probe mehrmals und ich habe den getestet. Ich dachte zuerst, es sei eine Foundation, habe mir den im gesamten Gesicht aufgetragen. Das sah schon unglaublich gut aus. Also man kann den auch im gesamten Gesicht tragen. Und der, also auch in der unteren Augenpartie, er creased nicht, er sieht total natürlich aus, so natürlich wie Make-up halt aussehen kann, ne? Aber ja, macht wirklich ein sehr makelloses Ergebnis. Die Haut ist glatt, alle Unreinheiten oder irgendwas kann abgedeckt werden. Rötungen, pipapo, yadi yadi yada. Alles sehr, sehr schön. Ich liebe diesen Concealer. Wirklich einer der besten Concealer, die ich bisher ausprobiert habe. Und da sind viele, die ich bisher ausprobiert habe. Also testet den gerne mal. Der Faux Filter Concealer von Huda Beauty. Sehr schön. Dann gehen wir weiter, werden ein bisschen bougie bei den Augen. Und zwar hat Tom Ford eine neue Sommerkollektion rausgebracht, die Tom Ford Soleil Kollektion. Und da musste ich mir einfach die Soleil de Feu Eye Color Quad Palette kaufen in der Farbe 02 Tropical Dusk. Es ist eine Limited Edition, wird es also nicht lange geben. Und ich finde das immer furchtbar, wie die. Wie die Palette dann irgendwann aussieht. Ne? Das sieht dann aus wie so ein Tatort. Das ist ja voll mit Fingerabdrücken. Aber Leute, die Palette, ich konnte die nicht liegen lassen. Das sind genau meine Farben. Ich weiß, das sieht total irgendwie ja Standard 0815 aus. Aber ich habe wirklich festgestellt, ich habe ja noch eine Lidschattenpalette von Tom Ford und die Lidschatten sind wirklich. Wow, die arbeiten wirklich von selber, wenn du die aufträgst. Die verblenden sich fast wie von selber. Die Schimmertöne, ja, diese Mikroglitter-Schimmertöne sind wirklich nicht von dieser Welt. Ich trage heute andere Lidschatten, aber ne, man kann damit auch die schon bereits aufgetragenen Lidschatten aufpeppen, also alle so ein bisschen übereinander layern. Und gerade so im Sonnenlicht, da sieht man, hier sind so leicht. Violett-bläuliche Schimmerpigmente noch drin, obwohl das hier so ein Bronzeton ist. Also unglaublich. Ich glaube, man kann es nicht so wirklich gut erkennen, aber es ist unglaublich schön, gerade auf zwischenmenschlicher Distanz. Dieser Ton in der Lidfalte, dann die auf dem Augen, also die gehen wundervoll ineinander über und perfekt für den Alltag. Also die konnte ich einfach nicht ja, ignorieren. Und das ist eine wunderschöne Palette, mit der ich sehr glücklich bin. Natürlich ist Tom Ford scheiße teuer und das wissen wir alle, aber man gönnt sich ja sonst nichts. Ne? Also, ne? So. Dann, ja, nee, also Blush machen wir, glaube ich, zuletzt. Ich habe noch einen wunderschönen Lipgloss, den trage ich auch heute auf den Lippen. Und ihr seht, das ist ein unglaublich schöner Schimmerglanz. Und ich habe ja schon ein. Sehr schön schimmernden mit Mikroglitter Lipgloss von Pat McGrath, der natürlich scheiße teuer ist. Ich glaube 35 €. Und da habe ich ein adäquates Dupe gefunden von Wet n Wild. Mega Slicks Lipgloss in der Farbe Pink Champagne. Und der sieht so schön aus. Das ist wirklich so Spiegelglanz auf den Lippen. Und dann halt noch so schöne Facetten in. Rosa, Gold, also einfach
sieht so schön aus und der riecht, der hat so einen leicht Vanilleduft und ja, sieht einfach wunderschön auf den Lippen aus. Das passt einfach perfekt, wenn man so einen Nude-Ton trägt und dann diesen Lipgloss drüber für 4 Euro, ne, im Gegensatz zu 35. Und ganz ehrlich, High-End-Lipglosse, also ich war ja so bekloppt und habe mir den von Pat McGrath gekauft, weil, ne, ich gaga. Aber Lipglosse sind so die Produkte, da muss man wirklich nicht auf High-End gehen, ja. Auch teure Lipglosse, die verschwinden genauso schnell von euren Lippen wie günstige Lipglosse. Lipglosse halten einfach nicht lange, ja. Die sind so konzipiert, die sind so gemacht und, ne, die machen auch nicht mehr mit euren Lippen als so ein günstiger. Deshalb, bei Lipglossen kann man getrost bei der Drogerie bleiben, auf jeden Fall. Genau wie bei Mascara. Ne? Ich hatte letztens noch mit einer Kundin ein Gespräch über Mascaras. Also da bin ich wirklich super geizig. Also Mascaras, High-End, nee, da hört es bei mir auf. Blushes. Ja, da bin ich wirklich ein kleines bisschen ausgerastet, aber ich habe wundervolle Empfehlungen hier auch für euch. Dior hat neue Farben von ihren Rosy Glow Blushes rausgebracht. Da gab es ja erst diesen unglaublich gehypten Rosaton, den ja Kylie Jenner so berühmt gemacht hat. Und dann gab es noch diesen Korallton, den ich auch habe, der auch wunderschön ist. Und jetzt haben sie noch diverse andere Farben rausgebracht. Aber ich finde, es lohnt sich von den Farben nur die Farbe Cherry. Die ist sehr schön. Und die Farbe 012 oder 012 Rosewood. Das sind die einzigen Farben, die sich von den neuen Farben lohnen, weil die wirklich schön sind. Und Rosewood ist wirklich ein perfektes Alltagsblush. Ja, also die sind matt, haben aber, also gerade auch Rosewood, auf der Haut so ein Glow. Also ich weiß nicht, wie die das schaffen. Also ne, hier sieht man ja, die sind wirklich totmatt in der Pfanne. Aber auf der Haut, ich weiß nicht, ob die sich irgendwie noch mit den pH-Werten, ob die damit arbeiten, aber irgendwie kommt da noch so ein wunderschöner Glow, so ein lebhafter Flush zustande. Und das ist wirklich der perfekte Ton für den Alltag. Und ja, der gefällt mir unglaublich gut. Also den kann ich euch sehr empfehlen. Der hält den ganzen Tag. Also meine Haut frisst es nicht bei meiner schönen Mischhaut. Ja, schaut euch auf jeden Fall Rosewood und die Farbe Cherry an. Die sind wirklich sehr, sehr gut gemacht und sehr, sehr schön. Und da lohnt sich auch. Gut, ich kaufe ja sowieso mal alles mit Rabatten und ihr wisst ja, ich bin hier ein kleines Sparschweinchen und spare auch gerne den einen oder anderen Euro. Aber es gibt ja immer wieder Prozentaktionen bei den großen Parfümerien, das wissen wir alle. So, weiter geht es mit einem Blush von Milani. Da hatte ich ja früher in diesen Versionen die Farbe Luminoso, den habe ich auch immer noch. Ich habe immer noch einen kläglichen kleinen Rest von Luminoso, das ist einfach Miss Glamourazzi, hieß sie damals noch. Ingrid Nielsen hat sie sich dann, ne, also heißt sie ja eigentlich. Ich glaube, den YouTube-Kanal gibt es auch schon lange nicht mehr. Ja, Miss Glamourazzi, wer sich daran erinnert, ist auch ein alter YouTube-Hase. Die hat mich damals mit Luminoso angefixt und ja, jetzt habe ich mir diesen Ton gegönnt. Deutsche Pink in der Farbe 01. Ja, genauso eine Qualität, genauso eine wunderschöne Farbe. Also der leuchtet auf den Wangen und ich liebe gebackene Blushes. Das hier ist Deutsche Pink. Wunder, wunderschön. Der hat wirklich noch den Glow in sich, so ein bisschen Gold auch. Und ja, die sind wirklich sehr, sehr schön gemacht. Mit denen lässt sich sehr gut arbeiten und die halten auch wundervoll auf den Wangen. Die Blushes von Milani. Und dass ich auf gebackene Blushes stehe, seht ihr auch jetzt. Denn Essence hat neue Blushes rausgebracht. Und ich musste mir ein paar davon gönnen. Denn die haben Blushes in ihrer Pure Nude-Reihe rausgebracht. Und ich hatte das schon vor einigen Monaten gesehen, dass sie die rausbringen. Ich folge ja Trend Mood auf Instagram. Da sieht man immer den neuesten Shit, der rauskommt. Und dann waren die bei Douglas gelistet, aber stand die ganze Zeit, ja, die Ware kommt irgendwann, aber es kam dann irgendwie nie raus. Und jetzt habe ich die bei Essence online bestellt, weil in den DM-Filialen, zumindest in meinen, habe ich die nirgendwo gesehen. Und ich war schon immer, ne, ich gucke ja immer wieder, auch bevor ich arbeite im DM, ob da oder was da Neues ist. Und die waren einfach nie da. Und jetzt habe ich mir die einfach bestellt. Und die gebackenen Blushes sind ja quasi aus der Reihe wie der Pure Nude Highlighter. Und das hier ist noch ein altes Charrettchen. Und Leute, ihr wisst, wie sehr ich dieses Produkt liebe. Wenn ihr mir schon lange folgt, dann wisst ihr, das ist Hourglass-Qualität von Essence. Das ist unfassbar, was dieses Produkt kann. Dieser Glow, dieser feine Glow, wirklich von innen heraus, das ist unfassbar. Und wie gesagt, jetzt gibt es die Blushes
Und ich habe ein paar. Heute trage ich die Farbe Cool Coral. Und ihr seht ja, ne, die sind gleichmäßig, der Glow. Der, also, ne, schon alleine ohne Highlighter haben die einen wunderschönen Glow. Ich hatte den noch getoppt mit der Farbe Shimmery Rose, weil das eher so ein Blush-Topper ist. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt gut rüberbringen kann. Ne, der ist zu blass, aber ne, hier. Auf natürlicher Distanz sieht man das. Ne? Das ist ein wunderschöner Blush-Topper. Und wenn ihr ganz, ganz blass seid, ist das eure Farbe. Aber Cool Coral war für mich heute der Ton. Also, ne, diese gebackenen Blushes von Essence. Leute, don't sleep on it. Kauft euch die, bestellt euch die, bevor sie weg sind oder irgendwie nur eine Limited Edition sind. Weil ist das eine Qualität? Leck, also für, ich glaube, was kosten die? 5,95 € oder so. Holy crap! Also ich werde die auf jeden Fall noch durchtesten. Der Ton ist ja auch direkt in meinem Blickfeld mit schönen Goldstückchen drin. Pink Flush. Da habe ich auch super drauf gespannt. Der ist ein bisschen pudriger als die anderen, aber der wird mit Sicherheit genauso schön aussehen. Oh Gott, hier oben. Ja, da hat man auch direkt den Glow auf den Wangen. Boah. Also ja, don't sleep on it. Pure Nude Baked Blush. Ich habe noch die Farbe Pretty Peach. Weil Peach ist auch immer ganz, ganz vorne mit dabei bei mir. Und der ist auch so, oh, die sind so seidig. Ich weiß nicht, wie die das hinkriegen, dass die so eine Qualität hinballern in der Drogerie. Wunderschöner Peach schon. Ich weiß gar nicht mehr, mir fehlen die Worte. Unglaublich geil. Also, wie gesagt, auf der Essence Homepage sind die gelistet und man kann sie bestellen. Essence Baked Blush. High-End-Qualität aus der Drogerie. Ich sag's euch, wirklich. Also ich habe es euch gesagt, ihr habt es hier gehört und ne, das ist die Farbe Cool Coral. Ich bin mehr als begeistert und dann noch mit den Highlightern. Ich glowe heute for the gods. Ich kann nicht mehr. Und dann hatte ich mir noch, ist jetzt ein bisschen langweiliger, ein Kajal bestellt bei Essence noch mit. Und da durfte man sich sogar zwei Sachen aussuchen. Ich habe mir dann noch so einen Pediküre-Zehentrenner ausgesucht und noch einen Kajal. In so einem schönen gräulichen Glitterton. Und das ist ja einfach so ein schöner schwarzer Kajal. Den trage ich auch heute auf der Wasserlinie. Der ist sehr cremig, der hält sehr gut auf der Wasserlinie bis jetzt. Also ja, hier so ein schöner Gel-Kajal. Den braucht man immer und kann man super tight leinen und den schön ausrauchen. Also das ist wundervolle Qualität. Also ich sage es euch, don't sleep on it. Die sind so geil. Oh. So, jetzt. Machen wir wieder einen kleinen Cut und gehen auf Parfum. Bei Parfum habe ich leider nicht so viel, aber ich habe Düfte, die ja, hatte ich schon lange auf meiner Wunschliste und gerade den hier. Und Leute, wir reden hier von der Firma Latafa und ich weiß nicht, wie die das machen. Ja, viele werden jetzt lachen, weil sie denken, hast du dir doch gekauft? Ne? Ja, habe ich. Und zwar Camra von Latafa. Und das war meine größte Überraschung, denn ich habe mir von Camra eine Abfüllung gekauft bei Parfumo im Zug. So, das kam in einem Plastikröhrchen. Und der Duft war ja gerade schon vor einigen Monaten mega gehypt und immer ausverkauft. Und ich hatte gedacht, okay, da muss ja irgendwas hinterstecken. Ne? Wie riecht der? Da habe ich mir den aufgesprüht und ich war irgendwie enttäuscht. Ich meine, der hat geil gerochen in der Essenz. Aber da war so eine Unternote, so eine plastikverkohlte, komische, gummiartige Unternote, wo ich dachte, warum finden die Leute den alle so geil? Und jetzt habe ich die volle Größe bestellt, ja, weil ich alleine schon den Flakon und die Präsentation, also wie macht das Latafa, diese unglaublich geile Präsentation mit dem Spiegelchen hier noch, zu dem Preis, also erklär mir das bitte, unglaublich gut und schon der Flakon, ja. Das sieht so geil aus. Und dann habe ich mir den aufgesprüht aus dem Flakon und es sind zwei völlig unterschiedliche Düfte. Oh, als ich mir den aufgesprüht habe, dachte ich, ich kann nicht mehr, ich breche zusammen. Ich konnte nicht mehr aufhören, an meinem Arm zu riechen, denn das hier in dem originalen Flakon riecht viel weicher, viel geschmeidiger, viel cremiger, viel üppiger. Die Dattel rieche ich raus. Ja, dieses schmatzig, schon fast klebrige von der Dattel, das aber super geschmeidig und cremig weich ist und der ist so vielseitig facettenreich und boah Leute, ich werde da drin im Winter, Herbst, Winter werde ich darin baden. Also der ist
Unglaublich. Es ist wirklich komplett. Also ich weiß nicht, woran es lag mit der Abfüllung. Vielleicht war vorher schon was in dem Flakon drin, wurde mir das auch in dem Röhrchen. Oder es, ne, die versiegeln das ja immer mit so einem Klebeband. Vielleicht ist das irgendwie in den Duft mit übergegangen. Ich weiß es nicht. Also es hatte auf jeden Fall so eine ganz komische, verbrannte Kack-Plastiknote. Und das hat der hier nicht. Ja, der ist geschmeidig, der ist Wahnsinn, der ist für den Preis. Ich kann es mir nicht erklären, wie die das machen. Also der hält ewig auf der Haut und das ist ein absolutes Gedicht. Also wirklich, dieses Würzige, dieses Warme, dieses Gourmandige, die Dattel. Ich drehe am Rad. Früher mochte ich ja keine Datteln und jetzt mittlerweile liebe ich sie. Ich esse die oft in der Mittagspause. Sind ja auch ein guter Kaliumlieferant, nicht wahr? Also wahnsinniger Duft. Wenn ihr den noch nicht habt, dann, ich würde jetzt gerne sagen, testet den oder lasst euch den abfüllen. Aber ne, irgendwie bringt das nicht das wahre Gesicht dieses unglaublich wundervollen, geilen, üppigen, schmatzigen, reichhaltigen, gourmandigen, göttlichen Duft zutage. Unglaublich geiles Ding. Also die Farbe des Duftes, des Duft dieser Flüssigkeit, ja, die spricht schon Bände. Golden, warm, karamellig, reichhaltig. Der Wahnsinn, der absolute Wahnsinn. Ich bin verliebt. Und Leute, wir testen auch heute einen Duft, den habe ich. Warte jetzt schon seit einigen Tagen. Ich habe diesen Duft jetzt schon ein paar Tage hier und ich wollte den mit euch zusammen testen. Ich musste mit dem bestellen. Der ist neu von Alyssa Ashley. Cashmere Vanilla. Und ich habe mir hier letztens, ich wollte mich aufs Bett setzen und bin auf die Kante von meinem Nachttischchen gekommen. Da ist eine Glasplatte drauf und habe ich mir jetzt den geschnitten. Egal. Cashmere Vanilla soll nämlich ähnlich wie Kirbeluga von Guerlain riechen, von Guerlain. Und Leute, Kirbeluga ist ein unglaublich geiler Duft mit der göttlichsten Vanille. Und jetzt bin ich mega gespannt. Ich muss den dringend mit euch testen. Und ich habe ja schon ein paar Alyssa Ashley-Düfte, die auch unfassbar geil sind. Und der hoffentlich auch. Boah, Leute, ich bin so gespannt. Viele Leute haben geschwärmt und deshalb musste ich mir den blind. Oh ja. Ja. Kirbeluga, ich drehe am Rad. Oh. Oder Vanilla von Reminiscence. Der ist ja auch leider discontinued. Ja. Instant First Impression. Kirbeluga, Vanilla von Reminiscence. Wenn ihr diese Düfte liebt, günstig, günstig, Dupe. Oh, ich dreh durch. Oh, ist der schön. Ich kriege gleich einen Orgasmus. Ich glaube, ich drehe am Rad. Leute, don't sleep on that. Don't sleep on that. Also, ich habe ja heute Empfehlungen für euch. Die sind mit Geld nicht zu bezahlen. Wahnsinn. Ich werde natürlich euch berichten, das ist jetzt nur die First Impression, das ist jetzt natürlich nur die Kopfnote, aber boah, Leute, ich drehe am Rad. Ist der geil. Ist der geil. Ist wirklich das Ironischste von allem. Ne? Ich bestelle im Sommer immer Winterdüfte und umgekehrt. Ja, also ich muss jetzt erstmal noch lange warten, bis ich die wirklich ausführen kann. Aber ja, unglaublich schön. Wahnsinn. Boah, ich bin absolut glücklich. Wundervoll, toller Duft in der First Impression. Cashmere Vanilla. Und ich habe mir nur die kleine Größe gekauft. Ne? Das wird sich wahrscheinlich auch noch ändern. Sehr, sehr geil. Ich bin gerade unglaublich glücklich, Leute. Wunderschöne Sachen, wunderschöne Düfte, wunderschönes Make-up. Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen was als Inspiration rausziehen und euch hat das Video ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ihr habt jetzt noch einen wunderschönen Tag. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr euch zuletzt gegönnt habt und was vielleicht eine Empfehlung sein könnte. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch alles Gute. Passt auf euch auf und dann hoffentlich bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.